Ich bin der Josef und bin auch Betroffener von der Leitung, weil ich kriege auch Wasser rein. Und am Anfang, wie es halt das Projekt vorgestellt haben, war ich noch nicht so dagegen. Und man denkt, bei Leitung und Strom braucht man ja. Aber nachdem es noch mit der Zeit hat, weil das alles vorgekommen ist, da ich nicht alles, dass andere Möglichkeiten auch gearbeitet. Statt Massen, da man Freileitung, da man Erdkabel machen kann und die Landschaft nicht so verschandeln müssen. Und überhaupt, das Ganze ist auch eine Entwertung von der Liegenschaft, weil wir machen so einen Grundlernen um den Preis, wo Massen drinnen steht. Das, da bin ich ehrlich gesagt enttäuscht, dass es nicht Rennen wenn eingeschenkt worden ist. Ich hätte mir das ein wenig anders vorgestellt. Ja, und das ist halt schon eine Landschaft, wo es nur so unberührt ist, weißt du noch. Da haben wir das so verstanden, das war, glaube ich, auch eine Möglichkeit da. Telefonkabeln werden verkabelt und alles, die Erdgas, die Leitungen werden, alles wird verkabelt. In der Stadt geht es sowieso, muss es auch gehen. Und warum geht es bei uns heraus nicht, wo es schön dahin halten konnten, kann man da. Und irgendwie bin ich da recht enttäuscht von der Politik halt da. Und schon, dass die Herren da vom Land, die Herren, dass nur die Landbevölkerung haben, nur kennt und schätzt, wenn sie wollen haben und sonst hat, werden wir eigentlich links liegen lassen. Und hat sich auch fast nie keiner sehen lassen, dass sie mit uns einmal reden. Nein, das ist schade. Es gibt alle Parteien, hat uns keine nicht unterstützt. Und das ist traurig. Aber kann man nichts machen. Wir werden es schon überstehen, wir werden es auch überleben. Aber jeder wird denkt, sie hat es hinterher und wollen. Das ist eigentlich, bringt, wenn man nur zur Wahl geht, das ist gut zum Überlegen. Weil, wenn man es nicht erkennt bei der Wahl, Landbevölkerung und sonst eh nicht, ist es gescheiter, loszubleiben. Danke.